Klingelvieh, hm? Monsage. Gut, dann werde ich da mal klingeln jetzt, ne? Monsage hier. Mo hat Monsage. Mensch, Mo, lass mich mal rein. Ach, Lenny, ey, Moment mal, ich mach auf. Mensch, Mord, was ist mit dir los? Du klingst, als hättest du eine Erkältung. Das kannst du nicht machen. Wir wollten noch verreisen. Ist ja schon gut, Alter. Ich werde schon nicht schwächeln. Aber du, ey, wir gehen heute zur Schenke und dann werden wir heute beim Big Flat Event den absoluten Jägermeisterrekord von 1923 in der Schenke brechen. Damals waren das 200 Jägermeister und die hat man in einer Stunde getrunken, ey. Und am Ende ist man dann noch tatsächlich zu Fuß, ohne hinzufallen, bis zum Alex vorgelaufen. Ganz genau, Alter. Das war der Plan. Ich hab mich ein Jahr auf dieses Event vorbereitet. Du darfst nicht schlapp machen, mein Bester. Letzte Woche habe ich 203 Jägermeister gepackt und bin dann noch mehr schlecht als recht zum Alex gelaufen. Aber ich hätte das geschafft. Ja, bleib locker, Lenny, ey. Das wird schon gut gehen. Aber mal was anderes, ey. Du weißt doch, ich höre mich ein bisschen erkältet an und so. Und ich hab hier irgendwie Pentacool 300, die nehme ich seit ein paar Tagen. Und du, ich hab Visionen. Hä, Visionen? Was für Visionen? Siehst du etwa Inge Meisel nackt? Dann kannst du mir ja mal die Lottozahlen vorhersagen. Ich hab schon wieder eine. Moment. Mord, bist du dir sicher, dass du echt fit bist? Na, Legonisch. Kannst du jetzt auch durch die Pillen etwa die Sprache der Leguane? Wenn ja, dann kannst du nach unserem Rekord gleich mit Zugisi kommen. Ihr Leguan, der liegt schon seit Tagen rum. Der macht nichts mehr. Ich meinte nicht Legonisch, sondern ich wollte eigentlich Lego sagen. Was so viel wie Logo heißt. Eigentlich ist Lego ja was zum Spielen. Na, wenigstens einer, der was verbessern will, mein Bester. Und auf zur Schenke. Auf dem Weg zur Schenke. Hey, stopp, Lenny! Hast du das auch gesehen? Wie soll ich was sehen, Alter? Wir haben es 23 Uhr. Es ist total finster. Wenn du hier was sehen willst, dann muss man ein Nachtsichtgerät haben. Hab ich eins? Nee, hab ich gar kein Geld für. Moment mal. Ey, da vorne ist es wieder. Da vorne hinten links. Also wenn du so weitermachst, dann sehe ich dich noch in der Klapse. Aber mehr auch nicht, Mohatjo. Mohat, da ist nix. Echt nix. Was soll das sein? Da ist der E-Hack. Na, der kleine E-Hack. Du kennst doch hier dieses. Na, du bist doch der kleine E-Hack. Mohat. E-Hack ist ein Virus. Viren sind mikroskopisch klein. Die kannst du nur unter dem Mikroskop erkennen, Alter. Also, das in der Ecke, das kann kein E-Hack sein. Sag mal, was haben meine Tabletten eigentlich für eine Nebenwirkung? Moment mal. Ich winke erstmal den kleinen E-Hack zu und dann zeige ich dir die Bedienungsanleitung. Das heißt Beipackzettel, da stehen die Nebenwirkungen und sonstiges drauf. Alles das, was man wissen sollte. Anleitungen sind definitiv nur bei Dingen, die man zusammenbaut. So ein Ikea-Schrank oder so, ne? Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Mann. Zeig mir mal den Beipackzettel. Moment mal, ich nehme noch gleich nochmal eine auf X, ey. Eine muss ich unbedingt noch schlucken. Du Mord, wie viel ist denn das schon? Ich glaube, das ist die vierte. Steht doch auch auf dem Beipackzettel so drauf, Dr. Lenny. Zeig mal her, Alter. Aber sehr komisch geschrieben. Hey, der Zettel sieht auch nicht aus wie so ein Original-Beipackzettel. Sag mal, Moa, welcher Arzt hat die verschrieben? Keiner. Denkst du, ich gehe zu so einem Quacksalber? Werner meinte, ich höre mir sehr erkältet an. Und ja, da hat er mir das hier gegeben. Apropos Werner, du Lenny. Ey, du Lenny, das gibt's ja gar nicht. Guck doch mal da vorne. Hey, krass. Ey, John Lennon. Ich wusste ja gar nicht, dass John Lennon Brüste hat. Das ist nicht John Lennon. Das ist Ilse Kurbel aus dem Mauerweg 17. Mann, Moa, du Kunde, wie konntest du das nur auf Werner hören? Du weißt doch, Werners Vater ist der Rekordhalter im Jägermeistersaufen. Schubidubidu, la la la. Du sag mal, Ringo, Alter, wo ist denn Lenny? Moa, ich bin nicht Ringo Starr, ich bin Lenny. Ich hab nen Kumpel, der hieß auch Lenny. Und ich glaube, zwei Lennys, die würden sich doch eigentlich ganz gut verstehen, oder was meinst denn du? Scheiße, Mensch, der Moa ist total hinüber. Boah, Werner hat das mit Absicht gemacht. Dem Werner, Mann, dem müsste man mal richtig in den Arsch treten. Der hat dem Moa das Zeug gegeben und den Beipackzettel ausgetauscht. Ist das ein krasses Arschloch? Mann, und das alles nur, weil er sauer war, dass ich Mord genommen habe als Trinkpartner und nicht ihn. Warte ab, Werner. Haha, du wirst noch erleben, was dir passiert. Ich hab nämlich Viagra dabei. Virginia? Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mr. Abraham Lincoln, darf ich Sie auf Ihrem Weg nach Virginia begleiten? Ich würde sogar Ihre Pferde tragen. Oh Gott, ist schon gut, Mord. Du darfst neben mir laufen. Auf nach Virginia. Lass uns nach Laramie reiten, die Sonne putzen. Wenig später in der Schenke. Mr. Abraham Lincoln, ich bin immer ganz so fit, ey. Ich glaube, ihr Wal, der wog ja 400 Kilogramm und das sollte ich mal tragen, naja. Zack, da ist er umgekippt. Ich glaube, die vierte Tablette war zu heftig. Naja gut, dann muss ich wohl doch mit Werner saufen und laufen. Ach, mit dem ist nichts anzufangen, Werner. Na, warte, Wernerchen, dir zeige ich es heute noch. Echt, würdest du es machen? Wir wollen einspringen. Ey, das ist ja echt klasse. Vor dir steht 201 Jägermeister. Drei Stunden später am Alex.
Bist du gleich da, Werner? Los, lauf gerade. Jetzt nicht mehr umfallen, sonst alles vorbei. Es ist mir egal, Mann. Es ist egal, was du gerne machen würdest, Alter. Aber Hauptsache, du hältst noch die 20 Meter durch. Komm, Werner, danach kannst du dir noch einen Baum suchen. Boah, geil, so geil, der Rekord ist gebrochen. Das wird in die Geschichte... Werner, wo ist er? Wo ist denn Werner? Hey, da bist du ja wieder, Lenny. Warum freust du dich denn? Moa, du, ich und Werner haben den Rekord von 1923 gebrochen. Die Sache mit den Jägermeistern. Aber nun ist er irgendwie verschwunden. Ach, der ist immer an mir vorbeigerannt wie ein Wilder und springt da hinten gerade im Park einen Baum. Naja, da waren noch 3 Viagra-Pillen in den letzten 4 Jägermeister. Das war die Rache dafür, dass er dir die gefakten Tabletten gegeben hat. Die, von denen du die Wahnvorstellungen hattest. Der hat mich also ausgeschaltet, nur damit er mit dir zusammen den Event gewinnen kann? Ist ja heftig. Ja, nun ist er weg. Wir brauchen ja nur ein Beweisfoto. Ich spring für ihn ein. Das ist doch kein Ding, du. Ich denke nicht, dass der Werner die nächsten 3 Stunden von dem Baum loskommt. Ich glaube eher, ey, du, guck mal, der hängt doch da fest mit seinem Piesel, Mann. Hey, Werner, nicht schlimm. Ich habe eine Idee. Die Gysi macht von mir und Monat ein Foto und Wernerchen, dein Name steht dann unter Monat. Ganz genau so machen wir das. Ey, Gysi nickt ja auch schon. Also geht das in Ordnung, apropos Gysi? Ey, du Gysi, weißt du was? Ich kann Leguanisch. Ach du Scheiße, der Moat ist immer noch beklopft. Werner hängt mit seinem kleinen Freund immer noch im Baum fest. Scheint so, als wäre ich der einzige Normale hier. Mann, was für ein irres Berlin. Wer von uns beiden ist denn seit 3 Tagen nicht mehr ganz klirre und trägt Frauenröcke? Das ist die Wette gewesen, Alter. Hey, außerdem sind da Herrenröcke. Und hey, das sieht doch ganz gut aus. Ja, Lenny, normal, ganz genau. Hey! Da hinten, John Lennon. Ey, den laden wir auf eine Runde in die Schenke ein. Oder bin ich dabei, ne? Aber du, das ist nicht John Lennon. Das muss irgend so ein Penner sein. Ist mir doch egal, ey. Hauptsache ab in die Schenke. Ganz genau.